Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Civilization 6. Ich bin's, der Black. Und wir haben eine neue Kulturstufe erreicht. Und zwar können wir jetzt eine große Bibliothek bauen als Wunder. Was macht die? Plus zwei Wissenschaft, ein Punkt, große Wissenschaftlerpunkte und Literaturwerksplätze. Bonus für alle Technologien der Antike und Klassik muss auf Flachland neben einem Campusbezirk gebaut werden. Weiß ich nicht, ob wir die unbedingt noch brauchen. Weil ich denke, über Antike und Klassik... Ja, Klassik sind wir vielleicht noch, aber Antike sind wir fast drüber weg. Regierung, was gibt es für Regierung momentan? Wir haben die klassische Republik. Autokratie brauchen wir noch nicht. Bonus für Persönlichkeiten ist okay. Erfahrung für Kampfeinheit brauchen wir nicht. Bonus auf Wunderproduktion ist auch nicht so wichtig gerade für mich. Marine-Traditionen nehmen wir mal. Und dann sehen wir weiter. Hier ist mein Apostel. Der kann gegen den hier mal... Was macht er da eigentlich? Ich weiß es nicht. Der verschießt Blitze. Das ist gut. Blitze fetzen. Ich würde mal sagen, ihr habt genug Glauben gesammelt, um einen Missionar zu erwerben. Weißt du was? Dann machen wir das auch noch schnell. Wenn ich schon genug Glauben habe, um Leute zu missionieren, dann nehmen wir den mit. Nächste Runde. Oh. Und ein Dorf, freundliches Dorf, haben wir auch entdeckt. Toll. Kämpft der gegen meinen Missionar? Ich glaube, ich drehe nicht durch hier. Wie gesagt, der Missionar selbst kann, glaube ich, gar nicht angreifen, aber der Apostel kann es. Das heißt, ich kann mit dem anderen Apostel nochmal angreifen. Und dann passt das. Übrigens, wie gesagt, das sind sogar eine Art Glaubenskriege. Diese Glaubenskriege sind kein richtiger Krieg. Das geht halt von Religion zu Religion. So. Hier zum Beispiel, du, mein Freund, bist der Missionar, hä? Ja, du bist der Missionar, du machst gar nichts. Du greifst mal an. Ein geringer Sieg steht da, aber der, immerhin ist der da dann fast tot. Auch gut. So. Okay. Wir haben das Dorf entdeckt. Dann kannst du gleich mal da hinrennen. Hey, guckt euch das an. Eine Eisenküste. Wahrscheinlich eine kleine Eiseninsel. Also im Notfall könnte man da hier Dingens draufsetzen. Dann hätte ich auch genug Eisen zur Verfügung für alles, was ich brauche. So, da hat er sich selbst umgebracht, indem er bei mir angegriffen hat. Idiot. Minus 250 Islam und plus 500 Sikhismus, weil ich gewonnen habe. Das ist gut. So, meiner heilt sich ein bisschen. Der Missionar heilt sich am besten nochmal. Auch wenn der eigentlich immer irgendwie bald weg ist und so. Der heilt sich auch nochmal. Hier oben Islam. Ich glaube, ich spinne. Da geht der Missionar als erstes hin. So, Produktion ändern. Heilige Städte, Handelszentrum wird mir hier in Chotli-Dotli vorgeschlagen. Aber ich glaube mal hier, ehrlich gesagt, hier unten, das liegt hier mitten zwischen den Städtchen. Da wäre es gar nicht mal so unschlecht, zu sagen, dass ich hier ein Lager hinbastel. Einfach nur, weil ich es kann. Ja, komm. So, die Frage ist natürlich, wo? Ich würde das gerne... Weißt du was, ich baue das hier hin. Komm. Gegen Bagdad gerichtet. Ich denke, jetzt keine so schlechte Idee. Adlerkrieger zur Beförderung. Oh, ja, okay. Habe ich Beförderung gekriegt für das Wunder. Der Mahodubi-Tempel abgeschlossen. Surizen-Status verloren. Ja, eure Wissenschaftler wandern in die Berge. Vielleicht können die Klarsichten helfen. Astronomie, Fortschritte gemacht. Schön. Bauen, kämpfen. Ja, genau. Militärtechnik halt, ne? Militärpionier, Unterstützungseinheit des Mittelalters, fordert zum Produzieren eine Waffenkammer, kann Straßen sowie Festungslandepistenverbesserungen bauen. Das heißt, mit dem kann ich auch jetzt endlich quasi Straßen selbst bauen. Ist jetzt aber nicht so wirklich notwendig. So, kann Klippen erklimmen. Brauche ich das jetzt unbedingt? Gegen Fernangriffe, ich mach mal lieber das. Okay. Forschung wählen. Was haben wir denn da? Kartografie oder eben nochmal Militärtechnik? Mach mal nochmal die Militärtechnik. Wie gesagt, ich habe jetzt eh noch, der Hafen steht noch nicht. Das heißt, ich habe eh noch keine großartige Vorankommensweise in Sachen Dingens. Na, Hagia Sophia sagt er mir, plus 4 Glauben, Missionare und Apostel können die Religion einmal zusätzlich verbreiten. Muss auf Flachland neben einem Bezirk gebaut werden. Also wenn ich, vielleicht könnte ich ja auch mal einfach auf den Religionssieg gehen, obwohl ich den gar nicht haben will. Die Terrakotta erladen eine Beförderungsstufe. Alle Archäologen des Besitzers können offene Grenzen fremde Länder betreten. Aha, okay.
Typ 1, große Generalpunkte. Kaserne, Lager, Stalle. So, gucken wir mal, wo können wir das Ding bauen? Hier. Wir probieren es mal wieder, Hagia Sophia, mal schauen, ob die überhaupt ankommt. Ich glaube ehrlich gesagt noch nicht dran, aber man weiß es ja nie. So. Hier. Das ist der Missionar, genau, der kann gleich mal hier hoch. Er kann hier meine Stadt mal zurück missionieren, so geht das nicht. Hier sieht man, ja, bei mir geht es ein bisschen aufwärts, beim Islam jetzt eher weniger. Das ist gut so. So, Einheit benötigt Befehle. Und du bist da, du bist geheilt, du gehst mal hier rüber und siehst, dass da jemand ist. Okay. Der heilt sich am besten auch nochmal. Am besten wäre es vielleicht sogar einen Apostel hier in der Gegend zu lassen. Für den Fall, dass von da unten von Bagdad nochmal einer kommt. Das heißt, mit Missionaren missioniere ich und mit Apostel verteidige ich. Wäre eine Idee. Und dann könnte ich auch, sag mal versuchen. You tread on dangerous waters in the face of England and her loyal colonies. Ja, dann ist das halt so. Keine Ahnung, warum ich die verärgert habe, aber ich habe sie wohl ein bisschen angepisst. Euer Händler José hat ein Gerücht aufgeschnappt. Brasilien hat die Regierungsform gewechselt und ist jetzt eine Autokratie. Ebenfalls. Okay. Ist es halt so. So, hier unten, nächste Stadt, nächstes Glück. Könnte die auch direkt an die Küste bauen? Ich könnte, wohlgemerkt. Ich mach's vielleicht auch. Nee, ich mach's nicht, komm. Arsch geleckt. Hat lang genug gedauert, hier unten eine Stadt hin zusammen. Machen wir das so. Gehen mal hier auf Geländefeld kaufen. Holen uns gleich mal das da. Holen uns das da. Gehen mal auf Objekt kaufen und hoffen, dass ich noch genug Handwerkergold zur Verfügung habe. Sehr schön. Und dann als nächstes ein Kornspeicher. Und Apostolu Ailo. Ich hoffe, der heilt sich auch. Wäre doof, wenn nicht, dann muss ich ja immer einen neuen apostolieren. Okay. Du kannst wieder auf Erkundungsmission gehen. Es wäre wirklich eine gute Stadt hier. Also eine gute Stadt wäre es nicht, aber es wäre eine Stadt, wo du halt Eisen kriegst. Musste ich mal drüber nachdenken. Erfolg lässt sich zu nah und uns nieder. Solltet woanders suchen. Nö. Mit denen brauche ich mich nicht mehr gut stellen. Ist mir egal. Wir wollen nichts mit eurer Regierung sagen. Ist mir doch egal. Queen Victoria rastet hier gleich aus, nur weil ich hier irgendwie, keine Ahnung, warum die überhaupt ausrastet. Denunziert hat Aztekenland noch 30 Runden, okay. Mag Zivilisationen ihres Heimatkontinents und will sich auf alle Kontinente ausbreiten. Mag keine Zivilisation auf Kontinenten, auf denen es keine englische Stadt gibt. Ach, deswegen magst du mich nicht. Wir können ja mal kurz gucken. Kontinent. Flip. Dann sehen wir, das ist unser Heimatkontinent. Und keine Ahnung, wo sich die Briten wieder rumtreiben. Also wir sind in Europa. Das da unten ist Asla Amerika und irgendwo in Sibirien. Wo ist in Sibirien? Also ich nehme an, in Sibirien haben sich die Briten niedergelassen. Dann ist es eben so. So, na dann. So, okay. Einheit benötigt Befehle. Wir gehen gleich hier runter. Ich glaube, der heilt nicht. Das heißt, wir können einfach hochgehen und gut ist es. So, machen wir das auch. Blub, dann muss ich einen neuen Apostel dann rekrutieren. Das wäre auch eine Idee. Einheit benötigt Befehle. So, hier, Religion verbreiten. Na, absolut. Und du machst mal so. Okay, damit wäre das Lager geräumt. Beförderung verfügbar. Sehr schön. Sobald das Lager geräumt ist, wie gesagt, ich schicke den Typen da hoch und gucken wir mal. Ein Sprichwort sagt, das Haus eines Tyrannen eine Ruine ist. Und ich sehe um euch herum nur Ruinen. Ich bin gar kein Tyrann. Ihr habt die Region besiegelt, auf die das Oberhaupt Anspruch hebt. Kannst mich mal. Mir egal. So. Vollkommen Wurst. Komm doch, krieg doch. Bestimmt ein bisschen sauer, weil ich jetzt hier ja, Eisen genommen habe. Aber dafür kann ich ja nichts, wenn der nicht schnell genug ist für Eisen. Ne? So, Genf. Wir gehen mal nach Genf. Mein Missionar in Genf wird sicher auch ein bisschen kämpfen. So, der hier unten hat auch noch ein bisschen den Islam. Ihr seid gar nicht? Doch, hier, doch. Ich wollte gerade sagen, hier. So, okay. Also, Genf, der ist, denke ich, unterwegs.
Der da drüben. Toll. Befütterung. Land- und Marineeinheiten. Na, das ist ja gar nicht mal so schlecht. Das trifft sich sehr gut. Du solltest immer noch nach Genf gehen, Junge. Sehr schön. Da freue ich mich aber, dass du auch unterwegs bist. Nächste Runde. Juhu. Der Apostel. Der Schleuderer, der kommt mir da nahe, aber ich kann ja vielleicht, ist er in Reichweite, ich weiß es nicht, vor allem kommt er jetzt wahrscheinlich an meinen Apostel ran und versucht meinen Apostel zu apostolieren. Ja gut, soll es halt so sein. Mal gucken, was passiert, ob ich den wirklich kriege. Ne, kriege ich nicht, weil der einfach durchrennt. Verdammt! Die Marine hat sowohl Tradition als auch eine Zukunft und wir sehen mit Stolz und Zuversicht in beide Richtungen. Ja, okay. Vielleicht nicht so stolz und so zuversichtlich, aber wir sehen's. So, klassische Republik haben wir natürlich immer noch. Regierung wechseln brauchen wir, denke ich, nicht. Marine brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt irgendwas machen gerade. Feudalismus. Eine Allianz können wir eingehen. Bedienstete. Kultur für Spezial besorgt, den sie baut. Okay, 50% Produktion, Nah- und Fernkampfeinheiten. Anberger lauten. Klingt auch nicht schlecht hier. Feudalismus, nehmen wir den mal. So. Ein Kornspeicher. Ja. Hopp. Dann müssen wir halt hier mal mit der Stadt loslegen. Bevor die hier irgendwelchen Schaden anrichten. Soll ja nicht passieren. So, Gesandten schicken. Sehr schön. Das können wir auch mal hier. Sind wir Sure 10. In Seoul ist England Sure 10. Das ist jetzt nicht so wild. Amsterdam würde ich gerne noch haben, weil da haben wir auch schon ein bisschen was investiert. Also hau ich den da rein. Und damit ist Amsterdam unser Suretänenland. Schön, da freue ich mich. Was sind eigentlich die Vorteile hier von Amsterdam? Plus 1 Luxusgut für einen Zielort. Eure Handelswege für eine fremde Städte plus 1 Luxusgut. Ja, gar nicht schlecht. Und hier, eure Städte verdienen 15% mehr Wissenschaft, wann immer ihr euch nicht im Krieg mit anderen Zivilisationen befindet. Auch das ist nicht schlecht. So, Einheit benötigt Befehle. Natürlich bauen wir hier die Mine. Der Typ da hinten scheint fertig zu sein. Ich gehe mal ein Stück weiter vor. Bitte warten, bitte warten. Nur die Harten kommen in den Garten, deshalb solltet ihr bitte warten. Euer Händler Chimotattel hat aufgeschnappt. Arabien handelt mit England. Sowas. Ach, hier ist doch England. Ja, die sind halt doch nicht auf der... welchem Kontinent waren die? Kontinente. Die sind nicht auf Birmingham, die sind auf Bradford. So, Religion, da können wir nochmal reingucken. Das kann man halt auch so einschalten, das ist schön. Taktik bedeutet, mit dem, was du hast, das zu tun, was du kannst. Mhm. So, Pikenier können wir bauen. Tolle Sache. Mach mal kurz aus hier. Kartografie, Massenproduktion. Mach mal Massenproduktion, das klingt so massig von nach vorn. Wäre ja toll. Okay. Hier, Produktion wählen. Da werde ich wahrscheinlich erstmal die Jade mir holen, genau. Und dann eventuell hier anfangen, paar Geländefelder zu geländefeldisieren mit einem Bauernhof und so. Hier oben sagt er mir Stadtmauern oder ein Handelszentrum. Wir machen erstmal die Stadtmauern, sicher, sicher. Wie gesagt, ich habe das einmal versaut, als ich es nicht gemacht habe und hätte beinahe verloren. Ich bin immer noch nicht so weit, dass ich sagen kann, ja, ich habe da gewonnen. Aber, ja, wäre schlimm, wenn anders wäre. So, machen wir mal so hier. Und damit habe ich auch Mojin Daru. Sehr gut. Was ist denn das hier eigentlich? Eure Städte haben vollen Wohnraum durch Wasser, wenn sie alle neben einem Fluss liegen. Sehr schön, cool. So, aber tun sie ja alle nicht. Also der hier zum Beispiel, aber ist egal. So, hier kann ich wieder feuern. Feuerbereitschaft und... Treffer! Jawoll! Bevor er mir hier das Ding plündert, ist das schon gut so. Noch irgendwas, was ich beachten muss? Nee, bis jetzt nicht. Aha, Wunder vollendet. Ja, Petra ist abgeschlossen. Soll mir egal sein. So. Werde jetzt mit dem Bogenschützen wieder da hochgehen, weil da oben muss ja irgendwas sein. Was ist das hier? Kommt schon wieder ein Apostel angeflitzt. Kann keine Apostel leiden. Habe ich das schon mal erwähnt? Er ist zwar schon ein bisschen angegriffen, das heißt, er hat von irgendeiner anderen Region schon eins auf den Deckel gekriegt, aber mag keine Apostel. Apostel sind so apostologisch.
Barbaren nähern sich hier hinten. Okay. Na dann feuern wir erstmal auf das Schiff. Bevor ich abhaue hier. Okay, nächste Runde. Halt. Erstmal hier hinten noch gucken. Ja gut, da passiert nichts. Da kann ich auch nicht feuern. Der wird sich wohl jetzt mein Hafen holen. Oder ist der schon... Ja, der Hafen baut noch. Solange der baut, kann er nicht geplündert werden. Da ist alles gut. Einheit benötigt Befehle. Ach so. Der Missionar. Religion verbreiten. So. Verbreitet. Hoffe ich mal. Wir können hier nochmal gucken. Religion. Geht hier überhaupt nicht. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt geht bei solchen Städten. Vielleicht war es auch sinnlos. Wer weiß das schon? Ich nicht. Nun gut. Nächste Runde. Da wurde auch irgendwas gebaut oder ein Auftrag gerade gegeben. Übrigens auch nicht der schlauste Punkt hier für so einen Forschungscampus. Ich für meinen Teil hätte dann wahrscheinlich hier für Kairo hier so ein Ding gekauft und dann hier stattdessen den Campus hingesetzt. Aber, wie gesagt, das soll jeder für sich selber entscheiden. Muss ja auch nicht so sein, dass die unbedingt schlau sind. KI. Das hätte ich ja keine Chance. So, noch einmal. Okay, nächste Runde. Schauen wir mal, ob wir das Ding noch platt kriegen. Und dann werde ich wahrscheinlich auch erstmal wieder eine kleine Pause machen und auch, sagen wir mal, die Aufnahme sozusagen pausieren, weil es nicht anders geht. Ich muss nämlich die Dingens bumsen. Also, ich muss die Folge heute noch rausbringen, die letzte. Und das ist ja schon, wir haben es ja schon 14 Uhr, 16 Uhr soll es rauskommen. Wird eng, Leute, wird eng, aber es wird nicht so eng, dass ich keinen Stress habe oder sowas. So, beziehungsweise Stress mache ich mir halt. Was soll's? Das muss, das muss. So, 11 Runden noch, bis die Hagia Sophia steht. Sehr schön. Was haben wir hier? Ich wollte hier noch einen Bauernhof hinpflanzen, genau. Flupp. Ein Hof, du Bauer. Genau. Einheit benötigt Befehle. Ist er abgehauen, Mist. Dafür kommt da oben schon wieder der nächste angerannt. Naja, wisst ihr was? Das werden wir alles in der nächsten Folge klären. Und in der nächsten Runde, da klicke ich dann in der nächsten Runde, Anfang der nächsten Runde drauf, damit es hier halt keine Probleme gibt. Leute, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.